Hallo und herzlich willkommen auf meinem Let's Play Kanal. Ich bin SimSaraBim alias Sarah, falls ihr mich nicht kennt, und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir machen hier direkt im Anschluss weiter mit einem neuen Let's Play. Ich habe mir nämlich das neue Sims 4 Pack Nachhaltig Leben ausgesucht, um damit ein neues Let's Play zu starten. In der Folge 0 quasi habe ich den Sim erstellt, unsere gute Ellen Young, und unser Containerhaus gebaut. Also nur wirklich mit dem Startergeld. Das ist halt so ein richtiges Starter-Game halt ist. Ich wollte keine richtige Rags to Riches spielen, weil ich das ja mit dem Reich der Magie Let's Play bereits mache. Und ja, wir werden jetzt auf jeden Fall heute loslegen und direkt erstmal alles erkunden und natürlich gucken, dass wir sie ans Geld verdienen kriegen und natürlich aber gleichzeitig mit der Mission, dass sie selbstverständlich halt die Gemeinschaft dazu bringt, dass die ganze Umwelt halt grüner wird, ökologischer und ja, erneuerbare Energie eingesetzt wird und so weiter. Dieser ganze Kram, der halt mit dem Pack kam, den ich persönlich wirklich ziemlich cool finde. Ich bin super gespannt, wie das komplett Gameplay halt sein wird. Ich habe es nur bisher ein bisschen angezockt, noch nicht so intensiv, also von daher würde ich sagen, legen wir direkt los. Guck mal, wo die gute Ellen gerade dran ist und ja, ich glaube, sie hat sich gerade Gemüseteigtaschen gemacht und fackelt hoffentlich nicht in der ersten Folge die Bude ab. Das wäre sehr zu begrüßen. Ich muss sagen, ich finde das Container Home echt süß geworden. Ich finde, es ist halt auch echt irgendwie, ach, ich weiß gar nicht, habe ich überhaupt dem Grundstück irgendwelche Merkmale gegeben? Das wollte ich jetzt gerade nochmal schauen. Ich finde halt mit diesen Container Homes, also mit diesem Stil, kann man halt voll schön auch so Mini-Häuser bauen. Genau. Erfüllt es die Kategorie eines Mini-Hauses? Ja, müsste, oder? Nein, es ist zu groß. Okay, gut. Es ist ein Stück zu groß geworden. Nicht schlimm. Jetzt möchte ich auf jeden Fall mal gucken. Es hat noch gar keine Merkmale. Okay, das heißt, wir geben diesem Grundstück jetzt natürlich erstmal ein paar Merkmale. Guter Boden würde ich halt toll finden, weil wir ja etwas anpflanzen wollen und mal schauen, was halt passiert. Also, das finde ich auf jeden Fall sehr passend. Reduzieren und auf diesem Bild steht wiederverwertbarer und recycelbarer Müll. Die aktive Verwaltung der Müllproduktion ist ein Muss. Das nehmen wir auf jeden Fall mit rein. Das finde ich super cool. Das Absetzen des Netzes werde ich jetzt hier an der Stelle lassen. Das ist natürlich auch immer noch eine super Challenge. Aber ich finde das jetzt für das Let's Play brauchen wir das nicht. Vor allem, wir sind im Hafen, ne, ganz ehrlich. Ach, hier ist noch Öko-Grundstück. Die ökologische Entwicklung schreitet auf diesem Grundstück schneller voran. Why not? Das ist ja kein Cheaten, ne? So, das heißt, das haben wir jetzt eingestellt. Finde ich auf jeden Fall super. Ich speichere gerade nochmal, weil mir ja mein Spiel vorhin abgestürzt ist. Ich war jetzt gerade dabei, seit dem neuesten Patch halt, ja, auch alles schon zu aktualisieren. Aber es ist halt normal, dass da halt mal was durchrutscht und dann ist irgendwelcher CC. Ich sehe gerade, wir haben noch gar keine Mülltonne. Wir haben noch keine Mülltonne, das geht gar nicht. Genau, dass halt irgendwelcher CC halt, also Custom Content oder auch Mods noch nicht aktualisiert sind. Das ist dann natürlich immer total blöd, weil man dann halt oft so eine kleine Überraschung halt erfährt. So eine richtig coole können wir uns natürlich jetzt gerade nicht leisten. Auch den großen Container leider auch nicht. Tonne auf Rädern, boah, die sind immer so schweineteuer, diese scheiß Mülltonne. Das ist irgendwie nicht cool. Shitty, was machen wir denn da jetzt? Ich würde halt gerne direkt irgendwie sowas Gutes nehmen, aber... Oh, nehmen wir halt so einen erstmal. Oder sollen wir direkt hier... Boah, die ist zwar schon schweineteuer, ne? Aber ich glaube, in der kann sie halt auch nach Dingen suchen. Also da kann sie auch, glaube ich... Wir müssen uns auf jeden Fall einen neuen Briefkasten bald kaufen. Da kann sie auf jeden Fall nach Müll drin wühlen, meine ich. Das habe ich gesehen, dass das halt damit geht. Okay, wir stellen auch erstmal bitte ein, dass hier alle Lichter automatisch, damit wir hier bloß nicht zu viel Strom verbrauchen, weil sonst wird das eine Katastrophe. Und dann würde ich auch sagen, gucken wir jetzt, dass sie hier mal zu Ende ist und dann kann sie die erste Nacht sich schon mal aufs Ohr legen. Es ist schon spät, es ist dunkel, wir können eh nicht mehr viel machen. Wir erkunden dann die Nachbarschaft am nächsten Morgen. So, ihr geht's ziemlich gut. Deswegen können wir eigentlich auch direkt mal zum Gemeinschaftsgrundstück
erfahren und natürlich auch ein paar Leute kennenlernen. Also ich habe an dieser gesamten Community, an der gesamten Nachbarschaft schon ein bisschen gearbeitet. Ich habe zum Beispiel die Greenbergs, heißen die? Green, also die, dieser Ökomeister-Typ da. Den habe ich, also die Familie habe ich schon mal so komplett so ein bisschen überholt, sage ich mal. Also dass die halt einfach so ein bisschen hübscher sind. Und ja, genau, also das heißt, die sind schon mal so ein bisschen, die haben schon ein kleines Makeover gekriegt und ich werde das auch noch mit den restlichen Nachbarn hier machen, denke ich. Ich finde es halt ein bisschen nervig, dass immer direkt die Sims, die halt hier rumrennen, einfach komplett aus den ganzen anderen Nachbarschaften halt kommen. Das finde ich immer so ein bisschen, ja, keine Ahnung. Dann such doch mal nach Einrichtung und such mal, ja, sortier die mal aus und such mal nach kompostierbaren Dingen. So, wir müssen ja um letztendlich, wo steht es hier, um an diesen Abstimmungen teilzunehmen und auch um diese Nachbarschaft halt verändern zu können, müssen wir ja unsere Einflusspunkte sammeln. Und das machen wir halt, indem wir andere Leute kennenlernen zum Beispiel. Das können wir mal im Inventar platzieren, das können wir kompostieren, das auch im Inventar platzieren. Genau, das heißt, die müssen wir sammeln, wir müssen Leute kennenlernen und ich denke, das wird uns hoffentlich jetzt hier zügig gelingen. Aber ich lasse hier ja gerade erstmal noch ein bisschen weiter nach Müll suchen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal was gekriegt. Keine Einflusspunkte, aber das ist halt, genau, da können wir das jetzt hier recyceln. Wir machen einfach alle drei und den Komposthaufen auch, weil das sind so Teile, die wir brauchen, um zum Beispiel unsere ganzen Installationen, also Waschbecken und Herd oder was weiß ich was, halt ökologischer zu machen. Also man kann halt die Möbel und die Installationen, die man zu Hause hat, mit diesen, ich weiß nicht, wie die heißen, müsste ich gleich nochmal gucken. Also mit diesem recycelten Material können wir die ökologischer machen, sodass sie halt wassersparender sind, stromsparender sind und so weiter. Also das finde ich eine coole Sache. Das gefällt mir richtig, richtig gut an dem Pack. Und genau, das sind hier diese Banane und dieses andere, was wir da halt immer sehen. Das ist halt immer ein bisschen witzig. Aber ja, ich hoffe, dass hier gleich nochmal ein paar Leute vorbeikommen, damit wir ein paar Einflusspunkte sammeln können. Ja, das... Einen Sessel. Okay, das ist schon mal cool. Okay, hier, du stehst ja rum. Dann, wie wäre es, wenn wir dich erstmal freundlich vorstellen? Und hier auch einmal freundlich vorstellen. So, perfekt. So, da haben wir schon 4 Punkte gewonnen. Und ja, dann, keine Ahnung. Rede mal über Angelplätze. Lernen sie erstmal kennen. Und ihn halt auch. Frag ihn mal nach seiner Karriere, ist ja wurscht. Einfach halt ein bisschen Konversation. Und dann wühlen wir hier nochmal nach Gedönse. Super, die Abstimmung ist auch schon eröffnet. Jetzt gucken wir gleich mal, wie viele Punkte haben wir schon. Yes, das läuft, das läuft. So. Dadurch, dass sie übrigens halt ein Löwe ist, seht ihr, dass sie jetzt sehr, sehr viele von diesen zusätzlichen Eigenschaften bekommen hat. Verantwortlich, gute Manieren, stets willkommen, ehrlich, wachsam, unglaublich freundlich, geliebt, Beziehung und so weiter, sozial begabt, Gesellschaft etc. Das ist halt natürlich das mega, mega coole halt an diesen Sternzeichen. Ja, genau, 40. Okay, perfekt. Jetzt gucken wir doch mal für... Gemeinschaftsflächenprojekt. So, ich möchte ganz gerne, dass dieses Ding da, dieses hässliche, oh geil, wir haben auch noch ein Bett gefunden. Das sind alles Dinge, die wir schön zu Geld machen können. Das ist hervorragend. Genau, also das heißt, da gucken wir jetzt mal, dass wir halt hier so ein dieses Gemeinschaftsgrundstück schon mal verändern, sodass wir halt auch Zugriff auf diese ganzen coolen Geräte haben. So, perfekt. Und zwar Fertigungsareal muss das werden. Genau. Wir stimmen schon mal einfach alle Punkte dafür. Fertigungsareal, das ist halt wichtig, weil da bekommen wir alles, um handwerken zu können, zu recyceln, Kerzenherstellung und auch diesen Fabrikator-Ding da und so. Das ist halt wirklich super, super cool, damit wir halt einfach einen Ort haben, wo wir unseren ganzen Kram machen können. Das wäre halt schon ziemlich nütze. Ja.
So, dann können wir ja gleich mal noch schauen, dass wir hier die anderen Leute noch. Bleibst du mal stehen, Alte? Danke. Dass wir die Leute halt auch davon überzeugen, dafür abzustimmen. Das wäre super. Achso, nee. Kannst du ein bisschen mit ihr schnacken? Fertigungsareal, genau. Bitte funktioniert. Also ich habe schon öfter gesehen, dass es auch manchmal nicht funktioniert und das zieht einem dann auch die Punkte wieder ab, wenn das nicht erfolgreich war. Aber das scheint erfolgreich gewesen zu sein. Und ich glaube, die gehen dann auch immer direkt abstimmen. Das finde ich halt mega cool. So, stell dich mal vor, hier, der war der Clara Bjerksen. Super. Lernen Sie mal erstmal ein bisschen kennen und erzähl mal einen Witz und dann sagst du ihr bitte auch, dass sie das unterstützen soll, das Fertigungsareal. Super. Dann können wir gleich noch für diesen anderen Plan abstimmen. Perfekt. So, Saft für alle haben wir jetzt gerade. Okay, wir haben nur 8. Energieeinsparung, grüne Gärtner finde ich eigentlich cool. Grüne Initiative, Schlemmerer Verein. Okay, das ist eigentlich alles in Ordnung. Warum weiter? Das ist natürlich cool. Autarkie. Dann fügen wir das noch hinzu. Das fände ich eigentlich ganz nett. Ja, finde ich super. Mit Fliegen verbünden. Okay. Das habe ich zwar auch mal im Dings gesehen. Ich glaube, man kann auch an den Fliegen sterben, glaube ich, wenn ich mich nicht vertue. Aber ja, ich speichere mal zwischendurch ab. Oh mein Gott, wie cool. Okay, das können wir schon mal kompostieren. Und den können wir schon mal kompostieren. Die anderen Sachen würde ich tatsächlich versuchen, mal später hinzustellen. Die kann man reparieren, glaube ich, soweit ich das richtig gesehen habe schon. Und die kann man dann halt auch verkaufen, weil das ist ja letztendlich der Sinn, was wir auch ganz gerne machen möchten. Also bisher muss ich sagen, läuft das ja hier. Ist halt auch geil, dass da einfach so random im Kühlschrank rumsteht, ne? So geil. Da, wer bist du? Dich kennen wir noch nicht. Dann gehen wir uns da doch auch gleich mal freundlich vorstellen. Also es ist halt wirklich, es geht alles darum, dass man sich halt wirklich hier gut mit den Nachbarn vernetzt. Und das finde ich auch von dem Gedanken her einfach super cool, dass man natürlich ja diese Einflusspunkte sammelt und dann halt letztendlich die Leute ja auch beeinflusst sozusagen, also Influencer zu sein, ja, um halt für die entsprechenden Projekte halt abzustimmen. Und das finde ich wirklich cool. Machen wir eine tiefgründige Unterhaltung, das ist doch super. Genau, freundlich vorstellen. Super, wir haben schon einen guten Ruf, das ist auch top. Irgendwas Freundliches hier. Mal nach der Karriere fragen und von Interessen schwärmen. Und sie mal umarmen. So, wir stinken schon ein bisschen. Deswegen müssen wir auf jeden Fall gleich nach Hause gehen. Ah, oh, okay. So, Fertigungsareal unterstützen bitte. Und du, please, auch. Das. Oder sag mal, du kannst mal die Autarkie unterstützen. Fände ich super. Boah, sie stinkt halt voll, ne? Okay, wir machen das hier noch. Dann haben wir es geschafft. Okay, perfekt. Das hat funktioniert. Oh, jetzt hat sie sich auch noch eingepieselt. Geil. Egal, Girl. Du musst jetzt hier Außerkraftsetzung beantragen? Nee. Gut. Dann gehen wir da jetzt erstmal noch hin. Stimmen nochmal für unser Fertigungsareal, dass wir das auch hoffentlich zügig bekommen. Das wäre schon schön, damit wir hier vernünftig arbeiten können. Wieso haben die anderen alle nicht abgestimmt, die Honks, ey? 5. Okay, das wird auf jeden Fall safe gewinnen. Das ist schon mal gut. Und dann gucken wir uns nochmal diesen Nachbarschaftsplan an. Was haben wir denn hier? 5. 5 Autarkie hat gar nichts. Spaßgemeinschaft. Leute, ehrlich. Dann stimmen wir nochmal für die grünen Gärtner. Das finde ich halt wenigstens besser. Ja, das finde ich dann wenigstens besser. Okay, gut. Alles klar, dann geh du jetzt mal nach Hause, um Gottes Willen. Wir haben ein Simoleon.
Ein Traum. Es fängt schon wieder gut an. Ich wollte das doch eigentlich keine Rags to Riches Challenge machen, aber irgendwie. Egal. Egal, egal, egal. So. Ich würde sagen, wir gucken auf jeden Fall. Ich werde jetzt, also es dauert ja immer eine Woche, bis diese Abstimmungen halt durch sind. Und dann verändert sich die Nachbarschaft halt, je nachdem, was abgestimmt wurde. Und hier ist jetzt eine Fliege drin, es tut mir voll leid. So, dann geh du jetzt erstmal pinkeln und dann duschen. Genau, das heißt, das würde ich jetzt auf jeden Fall gucken, dass wir das in dieser ersten Folge noch zusammen halt machen. Das heißt, wenn die jetzt ein bisschen länger wird, dann dedet mir lädt. Kannst du nicht duschen gehen? Kannst du nicht duschen? Duschen? Doch. Danke. Genau. So, und dann kann sie auf jeden Fall erstmal noch was essen. Und dann gucken wir uns jetzt mal an, was sie eigentlich alles... Ey, Nachbar. Ja, den müssen wir kennenlernen. Das ist hier der Greenberg. Genau. Dann lernen ihn jetzt erstmal gerade kennen. Super. Wieso stinkst du immer noch? Ah, du hast deine Periode, oder? Oh, verdammt. Und sie hat noch nicht mal genug Geld, um sich... Oh, dieses Abendtier. Das ist verdorben. Okay, das ist natürlich hervorragend. Das werfen wir dann auf jeden Fall mal weg. Genau, unterhaltet ihr euch mal. Dann gebt mal alle Infos her. Dankeschön, das wissen wir schon. Also ihr könnt euch diese ganzen Texte halt sehr, sehr gerne natürlich durchlesen, wenn ihr wollt. Aber letztendlich heißt er uns nur willkommen und erklärt uns halt, wie wir das Ganze halt machen. Also dass man sich halt mit Leuten anfreunden muss, dass man halt in der Gemeinschaft letztendlich eigentlich aktiv sein muss. Genau, hier grüne Nachbarschaft, genau, da steht es nochmal, mache... Keine Ahnung, grüne Initiativen, Abstimmungstafel, also da kriegt man halt so diese ganzen Infos dazu. Das ist auf jeden Fall schön, hervorragend, Kollege, und dann muss ich auf jeden Fall mal was essen. Jetzt haben wir wieder 12 Punkte, das ist doch top. Diese Abstimmungen gehen dann immer bis montags und ich gucke jetzt gerade mal hier in ihr Inventar, weil wir haben ja ein paar Sachen im Müll gefunden und das schauen wir uns jetzt erstmal direkt an und gucken mal, ob wir die schon verkaufen können. Jo. Ich stelle die, ist ja egal, ich stelle die einfach mal hier hin, die Sachen. So, jetzt gucken wir mal. Können wir damit jetzt irgendwas ersetzen? Okay, nee, die sind einfach nur ganz normal und funktionsfähig. Ja, gut. Den Stuhl... brauchen. Achso, kostet das. Hä? Oh, scheiße. Null. Wieso denn null? Können wir den nicht irgendwie aufhübschen? Das ist ja doof. Hm. Oh Mann, ey, das ist ja richtig blöd. Schade. Okay, egal. Dann kommt das ranzige Ding halt einfach hier mit dazu. Stört mich jetzt auch nicht weiter. Ich finde es eigentlich ganz cool, wenn das halt irgendwie so, sagen wir mal, ach, kann ich die Farbe ändern von dem Ding? Wenn das dann halt alles so, keine Ahnung, irgendwie cool wird mit der Zeit. So ganz bunt gemischt und wild durcheinander und so. Also ich finde das auf jeden Fall eine coole Sache, dass man halt auch Upcycling macht. Also wisst ihr ja mittlerweile vielleicht, also einige, die ja zuschauen, kennen mich ja. Und ihr wisst ja, dass ich mit meinem Freund halt, dass wir an einer DIY-Show teilgenommen hatten im Fernsehen. Und das ist halt wirklich auch generell halt etwas, wo wir für leben. Also wir mögen das halt einfach total gerne, alte Dinge wieder aufzuwerten, ihnen einen neuen Zweck zu geben und zu recyceln und so. Weil man muss halt nicht immer alles neu kaufen. Und das ist uns halt ein total wichtiger Gedanke. Und deswegen gefällt mir halt die Idee von diesem Let's Play auch so gut. Muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Ich finde es wirklich richtig cool. Ich würde sagen, wir schlagen aber auch sowieso mal die Freelancer-Karriere ein und dann gucken wir mal, was uns denn da vorgeschlagen wird, was wir alles machen können. Sehr schön. Perfekt. So, jetzt müssen wir uns hier was aussuchen. Computer, digital,
Fabrikation, Aufsprudeln, Kerzenherstellung. Ich glaube, das ist der, den ich gerne nehmen möchte, weil das ist der, der halt zu diesem Pack einfach passt und gehört. So, das heißt, wir können ja eigentlich letztendlich... Ah geil, hier können wir jetzt nach Aufträgen suchen, genau. Das ist halt cool, wenn wir dann diesen Fertigungsplatz haben, dann haben wir halt all diese Dinge zur Verfügung, sodass wir das dann auch einfach cool natürlich machen können. Und das ist auf jeden Fall super. So, jetzt ist noch die Frage, wie zur Hölle kommen wir an ein bisschen Geld? Schwierig, glaube ich, Der ist leer. Ja, die Mülltonne ist leer. Na gut. Nachbarin Bess. Hello. Genau, das ist die andere. Die ist eher so für dieses Industrielle. Es sind ja zwei Sims, zwei Charaktere. Halt, es ist voll dunkel hier. Die halt in diesem Game halt als vorgefertigte Sims im Prinzip platziert wurden. Es gibt halt einmal diesen... Ich weiß gar nicht mehr, wie er jetzt heißt, Greenberg. Nox heißt er, Nox. Genau, der halt so für dieses Ökologische steht und sie steht halt eher für dieses, ja, technische Geschichten, moderne Entwicklung und so. Und das finde ich eigentlich auch ganz cool. Ah ja, und wir können auch über den Briefkasten abstimmen. Das ist natürlich auch super. Das heißt, wir müssen nicht immer bis dahin. Dann lernen wir sie vielleicht auch mal ein bisschen kennen, weil dadurch bekommen wir ja Punkte. Das heißt, wir können dann eventuell gleich nochmal abstimmen. Um hoffentlich... Ach, jetzt geht sie schon wieder? Das war's? Ja, du bist ja toll. Okay, ciao, weißt du? Ganz ehrlich. Okay, sie hat halt wirklich nichts... Hatte ich hier oben nicht ein Bücherregal hingestellt oder ist es... Das ist nur eine Deko. Ja, das ist ja auch toll, das brauchen wir nicht. Moment, das werde ich erstmal kurz hier austauschen, weil wir brauchen keine Deko. Sie braucht schon irgendwas, wo sie ein bisschen Spaß halt kriegt. Läuft, ne? Jetzt haben wir nicht genug Kohle, uns hier irgendwie überhaupt irgendwelche Bücher oder so. Geil, ist alles zu teuer. Okay, egal, wir brauchten die Kohle sowieso. Perfekt. Scheiße. So viel zum Thema, ey. Das ist ja fürchterlich. Okay, da können wir schon mal wieder noch abstimmen. 22 Punkte haben wir. Okay. Dann machen wir jetzt mal 2 für Autarkie. Wobei... Wir machen grüne Gärtner, dann wird das auf jeden Fall gewinnen. Ich gucke mal gerade, was bringt uns das nochmal? Schreibt ja, wenn du zu pflegen ist Vorteil für dich. Okay, gut. Alles klar, dann machen wir das halt nochmal. Oh Gott, ihr geht's halt schon wieder echt nicht gut. Aber hey. Es wird spannend. Irgendwie hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass es mit dem Geld so challengen wird. Aber okay. Mach irgendwas, wodurch du Spaß kriegst. Ich weiß zwar nicht, was das sein soll, aber mach halt irgendwas. Kannst du am Handy zocken, ne? Das ist ja super. Ich glaube, das kostet auch alles Geld, ne? Das kostet alles Geld. Was kosten die Samen aktuell? Die sind auch viel zu teuer. Die können wir uns überhaupt nicht leisten. Das ist ja ein Traum. Also wir brauchen jetzt dringend diese Geschichte mit diesem Fertigungsareal. Das ist wirklich auch das Einzige, was wir machen könnten. Ein 3D-Teppichmuster. Tja. Okay. Wir müssen halt echt warten, bis wir dieses Fertigungsareal haben. So wird das halt nichts. Love it. Zock halt so lange, bis du genug Spaß hast. Und dann kann sie auch eigentlich schon gleich schlafen gehen. Wie gut ist sich da jetzt eigentlich? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hier schon fett am Kochen, aber okay.
wenn sie ihre Periode hat, dann kann man das ja auch verstehen. Da braucht man halt mal ein bisschen Soulfood, ne? Was ist geworden? Macaroni mit Käse. Ja, hervorragend, gönnt ihr. Um 9 Uhr morgens. Aber warum nicht? Wir wollen hier nicht urteilen. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall heute mal gucken, dass wir hier ein bisschen Kohle irgendwie rankriegen und sie, ja, Periode und alles, ne? 15 Simoleons ist nicht wirklich viel. Wir kriegen das aber hoffentlich irgendwie hin. Ansonsten verkaufe ich halt nochmal ein, zwei Möbel oder so. Aber okay, gucken wir jetzt erstmal, dass es vielleicht so klappt. Futter mal ein bisschen schneller. Und genau, also die Abstimmungen für diese ganzen Projekte, die gehen ja dann immer bis montags im Game. Wir haben jetzt Samstag. Und ja, das heißt, da müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir da jetzt die Zeit auch ein bisschen rumkriegen. Und dann müsste sich das eigentlich auch schon relativ zügig verändern. Also direkt montags, wenn abgestimmt wurde. Aber das gucken wir uns dann an. So, guck mal, dass du noch ein bisschen Spaß kriegst irgendwie. Und was machst du da jetzt genau? Okay, egal. Wo ist denn die Mülltonne hin? Hatten wir nicht eine Mülltonne? Wo ist unsere Mülltonne hin? Bin ich blöd? Okay. Irgendwie, guck mal hier. Es sind noch ein paar Leute. Also irgendwie verstehe ich das jetzt gerade nicht so. Weil ich dachte eigentlich, wir hätten eine Mülltonne gehabt. Aber okay. Wenn ihr irgendwas gesehen habt, wo die Mülltonne hin ist, dann lasst es mich gerne wissen. Perfekt, hier laufen auf jeden Fall ein paar Leute. Wir ernten hier auf jeden Fall schon mal so ein bisschen Sojawachs. Das ist nämlich schon mal geil. Ich glaube, damit können wir dann später dann Kerzen herstellen. Haben wir jetzt noch irgendwas im Inventar, was wir zu Kohle machen können? Also das Sojawachs, den Müllhaufen und Speisereste. Ein Traum. So, ich würde sagen, stell dich ihr auch mal Ahoi Schurke hier. Dann erfüllen wir ihr noch diesen komischen Feiertag. Und dann würden wir eigentlich am besten direkt schon mal wieder auf das Gemeinschaftsgrundstück reisen, damit wir auf jeden Fall A, es mitkriegen, wenn es sich verändert dann am Montag, und B, dass wir da vielleicht auch nochmal ein paar Sachen finden, die wir zu Geld machen können. Gut. Gelegenheitsjobs finden. Ah, das ist doch auch eine coole Sache. Okay, wir können ja auch sowas gerade mal kurz machen. Das ist doch Nitze. Wanderkumpel Level 2. Kochfähigkeit. Meeresmuscheln gehen wir auf jeden Fall nicht sammeln. Level 4 Geschicklichkeit sollten wir noch nicht machen. Das ist definitiv. Dann mach doch hier diese Strandparty. Wir haben schon Level 2. Das sollte eigentlich. Ach, ernsthaft? Nee, das ist doof. Ich hasse das immer. Wenn man da jetzt irgendwas herstellen muss oder so, das funktioniert nicht. Okay, egal. Dann reisen wir jetzt erstmal zu unserem Grundstück noch, zu dem Gemeinschaftsgrundstück und gucken mal, ob wir da noch was in der Mülltonne finden. Oh mein Gott, 10 Simoleons. Das ist halt ja gut. Sie hat sich ja natürlich auch noch Mac and Cheese zum Frühstück gemacht. Ne? Da muss man sich auch nicht wundern, aber naja. So is it, ne? Ist ja nicht so schlimm. Dann bin ich mir echt gespannt, wie sich die Mülldeponie nach dem Ende der Abstimmung verändert. Das wird bestimmt voll cool werden. So, perfekto. Wo ist hier? Genau, dann geh erstmal hier recyceln. Perfekt. Kommen ja bestimmt auch gleich ein paar Leute vorbei. Kann sie nämlich eher sozial wieder ein bisschen auffreshen. Guck mal hier. Das ist doch die Omi da, die eine. Warte. Bleibst du mal stehen hier. Genau, das ist die, wie heißt sie? Blossom Greenberg. Genau. Super, wir haben schon voll viele von diesen Dingern gesammelt. Damit können wir auf jeden Fall, wo rennst du hin? Okay. Ich habe auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass dieses ganze Game so ein klein wenig leckt. Aber okay. Den können wir auf jeden Fall gleich reparieren.
So geil, wie die Leute da einfach so auftauchen. Herrlich. Ach ja. Perfekt, da kriegen wir noch mehr Punkte. Da haben wir schon wieder 30, das ist super geil. Dann können wir auf jeden Fall gleich nochmal abstimmen. Aber es sieht eh gut aus. Genau, dann geht ihr mal reparieren. Kriegen wir schon mal ihr Geschicklichkeits... Dings, ihre Fähigkeit halt nach oben. Das ist schon mal gut. Nach Einrichtung wühlen. Mit den Fliegen verbünden. $2. Wow. Dann such nochmal nach Einrichtung. Wertstoffe aussortieren. Nochmal nach Einrichtung suchen. $2, immerhin, das ist ja schon mal geil. Super, das können wir auch verkaufen. Herrlich. Ist es nicht ein Traum? Wir hängen eigentlich sowieso bei diesem ganzen Let's Play die ganze Zeit nur im Müllcontainer. Brauchen wir nur noch einen Boy, dann können wir nicht auch einen Techtel. 47, super geil, mega, läuft. Dann können wir nämlich auch noch einen Techtel-Mächtel drin machen, ne? Habt ihr ja vielleicht auch schon gesehen. Ich habe übrigens einen ganz netten Boy hier in dieser Nachbarschaft platziert und ich hoffe, dass wir den auch irgendwann kennenlernen. Also ich glaube, das könnte ja vielleicht was werden. So, den recyceln wir und den Müllhaufen recyceln wir. Und den Rest können wir ja einfach verkaufen. Das gibt 10, das gibt 30. Es läuft. Super. Das ist doch schon mal Jod. So gefällt mir das. Sie ist natürlich wieder am Stinken ohne Ende. Aber das ist... Wo geht sie jetzt hin? Habe ich irgendwas gedrückt, von dem ich nichts weiß? Spiel. Mach keinen Scheiß jetzt. Wieso genau sind wir jetzt wieder zu Hause? Egal. Okay, dann geh halt erstmal duschen. Das funktioniert auch irgendwie hier alles nicht so ganz. Es ist, ich glaube, ich muss da nochmal gucken. Da irgendwas ist auf jeden Fall nicht ganz im Lot hier. Ich bin skeptisch. Ich speichere doch direkt nochmal. Genau, dann nimm dir jetzt einfach mal ein paar Reste. Und dann können wir ja hier später noch einmal abstimmen. Und dann kannst du ja vielleicht mit irgendwem gleich mal tratschen oder irgendwen einladen. Haben wir schon irgendwen so potenziell, den wir zu unserer Bestie machen können? Mal gucken hier. Die wohnen aber alle nicht hier, ne? Die Bess, ich weiß es nicht. Okay, grüne Gärtner hat schon 10. Ja, das ist doch super. Und ich möchte halt ganz gerne eigentlich auch nochmal für das andere abstimmen. Ah, da rennt wieder jemand rum. Ja, dann plauder halt mal mit Detlef. Genau, finde ich super. Detlef ist irgendein Promi. Ja, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob diese Bess, ob das halt so wirklich jemand, Bauplanungsingenieurin, genau, ob das halt jemand potenziell wäre, weil ich denke, wir werden konträre Entwicklungen einfach haben und von daher, glaube ich, wäre das nicht so die geeignete Freundin. Ja, erzähl halt mal einen Witz. Aber ansonsten wohnen hier eigentlich auch schon fast, glaube ich, keine Leute. Mal gucken, vielleicht platziere ich irgendwie nochmal jemanden oder so. Weil ich finde, da sind jetzt nicht so viele Leute dabei, wo man sagt, wow. Okay, dann können wir jetzt aber hier schon mal, wir haben ja 100 Simoleons, schon mal ein paar Früchte oder Pflanzen auf jeden Fall kaufen. Und ich würde sagen, wir kaufen auf jeden Fall Früchte, damit wir so Säfte oder sowas herstellen können. Gemüse. Und das war's. Mehr machen wir erstmal nicht mehr, weil sonst ist unsere ganze Kohle schon wieder weg. Okay. Öffnen. Und öffnen.
Ich frage mich halt echt, wo unsere Mülltonne hingekommen ist. Ich verstehe es einfach nicht. Ja, super geil. Was haben wir hier? Paprika. 1, 2, 3. Wunderbar. Möhren. 1, 2, 3. Und was haben wir da? Spinat. Voll geil. Super. Dann haben wir noch Wein. Den setzen wir doch mal. Also Trauben. Nicht Wein. Dass ihr schon wieder nur ans Trinken denkt. Super. Und dann Banane. Ah ja, das sind ja so Bäume einfach. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hervorragend. Dann kannst du das bitte alles pflanzen kommen, meine Gute. Sehr schön. Wir haben einen großartigen Ruf. Na, das ist doch ein Traum. Und haben schon wieder Punkte dazu bekommen. Sehr gut. Es läuft bei uns. Ich sage es euch. Und wir haben schon 2 Uhr nachts, aber Hauptsache, sie beginnen dann mit der Gartenarbeit. Why not? Ist ja auch egal, ne? Nachts ist das vielleicht ja auch ein bisschen meditativer oder so. Ich weiß es ja nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall machen wir hier schon mal unser Ding und pflanzen hier einfach mal alles an. Das finde ich mega geil. Super. Hallo. Du hast eine vergessen. Gibt es den Rest jetzt noch pflanzen? Jawohl. Sehr, sehr cool. Schon Level 2. Ja, hervorragend. Ich finde übrigens so dieses Ganze, wie diese Nachbarschaft halt gestaltet wurde, finde ich ziemlich cool. Es ist halt alles sehr realistisch. Klar, man kann halt vieles leider nicht aufheben, sag ich mal, aber der ganze Müll, der halt so rumliegt, der verschwindet dann natürlich, wenn man die Nachbarschaft einfach grüner macht. Dann wird es halt alles sauberer und die Pflanzen kommen wieder und es wird halt alles so richtig die Spießergegend dann und so. Aber ja, ich freue mich da richtig drauf. Ich glaube, es wird ziemlich, ziemlich cool. Aber mir gefällt das Pack halt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mache ja auch immer an diesen Abstimmungen halt mit und so und bestimme da auch mit. Und ich weiß ja auch natürlich, viele haben sich halt sowas gewünscht, dass endlich mal wieder richtig Tiere oder so ins Spiel halt kommen, ne? Dass man irgendwie so Farmlife hat oder so. Aber ich weiß es nicht. Ich finde es okay. Mir gefällt das Pack echt gut. Und ja, von daher gucken wir einfach mal, wie das so weiterläuft. Und entdecken einfach mal, was wir halt so erreichen können damit. Und da freue ich mich drauf. Sie entspannt. Das ist doch herrlich. Guck mal, wie schön. Sie chillt hier einfach eine Runde. Ist doch nice. Mit dieser wunderschönen Industrieanlage im Hintergrund. Ist doch ein Traum, oder? Oh, herrlich. Ich finde sie halt so cool irgendwie. Ich mag auch diese Frisur mit dem Undercut und so. Ich finde, das passt halt einfach so zu diesem... zu diesem etwas alternativeren Leben. Also ich weiß, das ist auch immer so ein bisschen vorurteilmäßig, aber ich finde, das passt halt einfach dazu und ich finde es wirklich cool. Ich mag auch ihren Style irgendwie so. Es ist mal was ganz, ganz anderes, was ich halt sonst immer so mache, aber das finde ich halt auch das Schöne einfach an diesen Packs, wenn es halt so Erweiterungspacks halt rauskommen, dass man einfach etwas komplett anderes halt wieder aus dem Game macht und das finde ich macht halt Spaß. Also ich bin da so, ich mag auch einfach die Abwechslung sowieso total gerne. Also sobald es irgendwas Neues irgendwie gibt, finde ich das halt mega cool. Gefällt mir. Super, denen geht es eigentlich gut. Haben wir nicht noch irgendwas anderes im Inventar? Hatten wir nicht noch mehr gefunden? Oh ja, super, eine Pflanze. Die aber 60 Simoleons wert ist. Cash, 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 Cash. Finde ich super. So, ich würde sagen, wir werden jetzt einfach gleich schon wieder zum Gemeinschaftsgrundstück reisen. Oh, sie braucht halt irgendwie dringend Spaß. Ne? Komm, hier kannst du mal irgendwie ein bisschen am Handy zocken oder so. Ja, wir haben uns mit allen möglichen Leuten hier angefreundet, weil, because, wir wollen ja hier der absolut größte Öko-Influencer werden. So, ne? Ach, jetzt sieht sie sich das an und hat dabei Spaß. Naja gut, mach halt, wie du willst, ne? Ich bin mal sehr gespannt, weil das Grundstück sieht ja natürlich auch nicht so geil aus. Ich bin halt super gespannt, was halt mit den Pflanzen so passiert, wie die so sich entwickeln werden, sage ich mal. Und da clasht irgendein Sisi rum.
Die kennen wir, glaube ich, noch nicht. Die sieht aber auch so ein bisschen so aus, als ob die hier hingehört, oder? Ach so, sie ist eh ein Teenager. Und du, wer bist du? Vor allem, ich finde es ja auch geil, dass die Leute einfach alle hier immer so hinkommen. Aber egal. Okay. Lernt euch mal kennen. Das gibt uns immer Punkte. Bro und Spinner, na, herzlichen Glückwunsch. Brauchen halt sowieso auch gerade so ein bisschen Sozialinteraktion. Nancy, was auch immer du willst, lass mich in Ruhe. Ja, die ist doch nett. Haben wir auf jeden Fall schon mal wieder ein bisschen mehr sozial hier. Das ist schon mal Jod. Geil, 86 Punkte. Das lob ich mir. So, das heißt, wir werden jetzt erstmal natürlich auf jeden Fall wieder zu dem Grundstück reisen. Sorry, Happy. Meine Hunde schlafen natürlich hier um mich herum, wie immer. Und werden erstmal noch gucken, dass wir auf jeden Fall dieses Fertigungsareal bekommen, weil es. Hat es sich schon verändert? Nee, es sah schon die ganze Zeit so aus, oder? Ich will halt unbedingt dabei sein. Ich habe das nämlich schon in einem Let's Play gesehen von einer anderen Zimmerin. Und es sieht so cool aus, wenn das dann verändert wird. Das ist mega. Ich bin halt wirklich. Nee, es ist genauso gleich. Ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie das dann hier aussehen wird. Ah, cool, den kann sie auch gleich hier rein. Nachbarschaftlichen Aktionsplan oder war das die? Nee, es war Gemeinschaftsprojekte, ne? Okay, egal. Wir gucken. Wir haben ja eh genug Punkte. Wir können da mal für alles abstimmen. Grünen Gärtner laufen eh. Das heißt, da brauche ich jetzt gar nichts groß abstimmen. Ja. Da hat sich ein bisschen was getan. Und wir gucken natürlich, dass wir jetzt alle unsere Punkte da drauf ballern. Hervorragend. 16. Einfach mal das Doppelte. Ja, wir haben halt ein Ziel. Ja, ganz ehrlich. Wir haben ein Ziel. Da würde ich sagen, gehen wir doch wieder unserer Lieblingsbeschäftigung nach und wühlen einfach im Müll rum. Das finde ich immer super. Und du hast uns da einfach Müll hingeworfen. Teile plündern, ne? Das ist ja mal sowas von uns. Und den können wir denn reparieren oder was? Nee. Es ist so geil, dass hier einfach immer mehr Kühlschränke dazu kommen. Ich finde das so witzig. Stellen die Leute die da ab oder was machen die damit? Ey, das ist so ein ja. Aber ich find's cool. Ich find's cool, mir gefällt's, I like it. Und ja, geil, wir haben einen Kühlschrank gefunden. Kann man den dann auch reparieren? Das würde ich super finden. Einrichtung wühlen. Einrichtung wühlen. Sanitäranlagenteile, das ist immer gut. Das bringt nämlich immer direktes Cash. Verkaufen wir. Kaufen wir. Danke. Diese Farbstoffe werde ich alle behalten, wenn wir die finden, weil das halt auf jeden Fall für die Kerzenherstellung gebraucht wird, wenn ich das so richtig gecheckt habe. Ich weiß nicht, ob es noch für irgendwas anderes gebraucht werden kann. Auf jeden Fall finde ich das halt mega, mega gut. Die werden wir definitiv behalten. Obwohl die zwar auch, glaube ich, ganz gutes Geld bringen, aber es ist egal. Wir verkaufen hier den ganzen anderen Kram erstmal. Und aktuell geht es ja auch einigermaßen gut. Ah, das ist er. Ich glaube, das ist der Boy, den ich platziert hatte. Ey, was flirtest du mit dem? Nein, du darfst auf gar keinen Fall mit dem flirten. Das ist unser Jet. Genau, den habe ich erstellt. Mit dem hier. Handwerker, Öko-Fanatiker und gesellig. Ist er nicht perfekt? Oh, ich finde ihn so cool. Okay, Insiderwitz. Tag verschönern. Okay, das passt. Ja, sie stinkt ein bisschen, ich weiß. Es tut mir leid. Erzähl ihm mal irgendeinen lustigen Witz und kannst du vielleicht einfach gehen? Just go away. Tschüss. Danke. Du störst. Wie geil sie einfach aussieht. Das ist so großartig. Sie sieht einfach so scheiße aus. So vollkommen. Ja, ich habe gerade ein bisschen im Trash gewühlt und wie geht's dir so? Und er steht auch einfach in so einem Dreckhaufen drin. Meine Fresse. Ist das ein Traumpaar, oder? Wahnsinn. Oh, die verstehen sich aber richtig, richtig gut. Mega. Ja, und ich habe bei ihm es auf jeden Fall so gemacht, dass er halt diese Bauingenieurskarriere halt hat. Und ja, das fand ich ganz cool, wenn es halt.
die zwei, also wenn das halt funken sollte, was ja aktuell irgendwie so ein bisschen danach aussieht. Oh mein Gott, er kann sich einfach schon direkt im Haushalt anschließen. Okay. Wir flirten mal mit ihm. Gucken mal, was passiert. Und sorry, hier ist schon wieder, ist eine Motte, glaube ich, hier drin. Ach ja, das ist nicht so einfach alles. Seht ihr das auch wieder einfach hier hinten? Dieses Papier und die Mülltüten einfach rumfliegen. Ich finde das so cool gemacht. Und ich habe auch schon Ratten gesehen im Game. Also ich finde es mega. Ich lieb's. Okay, ciao. Na gut. Da fliegt die Tüte wieder. Das ist so cool. Ein bisschen. Alter. Okay, ihr habt euch ja jetzt auf jeden Fall mal kennengelernt. Das ist ja schon mal tippitopp. Kannst du noch ein letztes Mal bitte wühlen? Und dann haben wir... Ich klicke immer das Falsche. Gemeinschaftsflächenprojekt. Das brauchen wir. So, 19. Damit wir auf jeden Fall unser Fertigungsding hier kriegen. Okay, ihr geht's irgendwie gerade ziemlich scheiße, habe ich das Gefühl. Okay, gut. Alles klar, ich habe dich verstanden. Dann gehen wir halt jetzt nach Hause. Ein Kinderfernseher, geil, der bringt bestimmt auch Kohle. Super. Wobei, sie könnte aktuell ein bisschen Spaß gebrauchen. Vielleicht behalten wir das Fernsehding auch einfach. Mal gucken. Auf jeden Fall. Ich hoffe halt, dass das Let's Play hier nicht so lang wird. Aber ich befürchte, es wird halt schon ultra, ultra lang. Aber egal. So, ich denke mal, eine Dusche wäre angebracht. Geil auch, wie sie einfach Spaß beim Essen hat. Ich fühl's. Definitiv. Finde ich geil. Ja, dann geh doch halt ins Bett. Dann geh doch einfach. So, dann gucken wir jetzt doch gerade mal schnell noch. Oh mein Gott, wir haben voll viel. Perfekt. Weg mit dir. Was ist das? Einfach ein Tisch. 575? Ganz ehrlich, brauchen wir nicht. 1500? Wir brauchen gar keine Freelancer-Karriere. Wir wühlen einfach die ganze Zeit im Müll. Ganz ehrlich, 2500 Simoleons? Wieso mache ich das in meinem echten Leben nicht? Geilo. Ja, dann können wir ja hier auch schon mal was ansiedeln. Wie wäre es mit Grillen? Grillen fände ich irgendwie cool. Wie geil, ey. Einfach mal 2,5 gemacht. Läuft bei dir, Girl. Läuft. Fliegen. Ich finde es so süß irgendwie, ne? Mit diesen Käfern. Ah. Das ist ja auch das neue Rechnungssystem. Grundstücksteuern, Strom, Wasser insgesamt. Okay, das ist echt ziemlich cool, muss ich sagen. Ich finde es eigentlich ziemlich geil, dass es endlich mal richtig aufgesplittet ist. Und wir haben 9 Simoleons noch von Nox bekommen. Das ist aber nett. Ist das nicht süß? Ich finde das irgendwie süß. Ich finde das irgendwie süß. Ich habe noch keine Ahnung, was wir damit machen. Die produzieren irgendwie Bio-Benzin. Aktuell sind sie sehr satt. Ist doch ein Traum. Gesundheit ist tipptopp. Und Grillenmehl kann man sammeln. Gut. Dann schauen wir einfach mal. Aber auf jeden Fall findet sie es cool. Das ist die Hauptsache. Geil. Okay, wir müssen auf jeden Fall irgendwie schon wieder duschen. Ich glaube, ich muss eine andere Dusche vielleicht installieren. Ich glaube, die ist irgendwie nicht so gut. Das ist halt auch eine Custom-Content-Dusche. Vielleicht ist damit irgendwas nicht in Ordnung. Aber gut, wir gucken mal. Nee, wir brauchen ehrlich gesagt keinen anderen Job. Wir sind glücklich als Freelancer. Ich meine, hallo, guck mal, wir haben im Müll gewühlt und wir haben ultra viel Cash damit gemacht. Also, warum sollten wir jetzt auch einen richtigen Job haben wollen? Ganz ehrlich. So ein Blödsinn. So. Brunch servieren. Dann mach doch mal Obstsalat. Ach, so geil. Ein Träumchen. Übrigens finde ich es halt auch mega cool, dass es jetzt halt so eine Leiter gibt, weil ich finde, das nimmt halt so viel weniger Platz irgendwie weg und ich finde es ziemlich cool. Also mir gefällt das mega gut. Ja, also manche Sachen, wie gesagt, von den Bauelementen her, aber an für sich finde ich es eigentlich ganz cool gemacht. Super, die Karotten können wir schon mal ernten. Qualität normal. Okay, gut.
Das ist in Ordnung. Und dann ernte mal noch den Rest. Super. So, da wir ja noch genug Kohle haben, können wir ja noch mal was kaufen. Ich würde noch mal Früchte kaufen wollen. Und ja, Früchte reicht erstmal. So, dann gucken wir uns das mal an, was wir gekriegt haben. Öffnen. Ja, Äpfel ist doch auf jeden Fall schon mal super. Dann setzen wir die einfach hier dazu. Pflanzen. Und wir haben noch ein paar Weinreben bekommen. Das finde ich auch geil. Dann machen wir das nämlich hier oben noch voll. Super. Möchtest du gerne... Kriegst du halt ein Simoleon. Wow. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt besser fühlen soll. Geil. Fühlst du dich jetzt besser? I don't know. I don't know. So. Perfekt. So, wir werden jetzt auf jeden Fall mit ihr zum Gemeinschaftsgrundstück reisen, denn gleich ist 18 Uhr. Und das heißt, dann ist die Abstimmung vorbei und dann müsste eigentlich theoretisch was passieren. Mal gucken. Und dann, versprochen, werde ich das Let's Play auch beenden. Es tut mir unfassbar leid, wenn es jetzt absolut ausgeufert ist. Mal gucken, ob sich das irgendjemand überhaupt bis zum Schluss anschaut. Also falls ihr jetzt gerade noch dabei seid, könnt ihr ja mal reinschreiben, dass ihr gerade noch dabei seid. Aber okay. Perfekt. Hafen. Ach, guck mal hier. Geh den mal reparieren. Tuning-Teile sind halt immer gut. Oh, unser Boy ist wieder da. So, dann gucken wir mal. Wie viele Punkte haben wir gerade? 12. Ja, supi. Ja, der wird auf jeden Fall gewinnen. Aber wir geben nochmal alle unsere Punkte dafür aus. Hello, Boy. Wie geht's dir? Beste Freunde werden. Oh, das finde ich süß. Sehr schön. Könnt ihr denn noch mal ein bisschen flirten? Geht da jetzt was bei euch oder nicht? So. Ja, aber. Ja. Ich glaube, er mag's. Ja, er mag's. Cool. So habe ich mir das gedacht. Das ist doch schön. Und dann gucken wir gleich nochmal gerade rein, was halt hier sonst noch in der Abstimmung gerade los ist. Wobei, stell dich ihr erstmal noch vor. Genau, dann kriegen wir nämlich noch mehr Punkte. Und... Hör mal auf jetzt. Wir wollen mal gerade hier reingucken. Okay, so, was haben wir jetzt? Die grünen Gärtner sind vorne. Ja, das ist doch super. Aber wir haben schon wieder 50 Punkte. Das ist halt voll geil. Das sind 5 Stimmen. Das bringt eigentlich nicht so viel. Dann machen wir nochmal einmal die grünen Gärtner. 15. Zweimal die grünen Gärtner. Und ja, das hatten wir gerade. Und Gemeinschaftsflächenprojekt. Hauen wir jetzt da nochmal alles drauf. Dann gewinnt das auf jeden Fall. Super. Hervorragend. Und was machen wir dann in der Zwischenzeit? Im Trash wühlen! Jawoll, ja! Und hier liegt schon wieder einfach nur jede Menge Kram rum. Dann kannst du das ja alles mal recyceln. Da ist es! Da ist es! Da ist es, Leute! Das verändert sich! Oh mein Gott, das ist so cool! Ich bin so gespannt, wie es aussehen wird. Ai. Wie schön, bitte! Okay, Moment, ich muss das gerade erstmal direkt speichern.
Seht ihr, das finde ich so cool. Guckt euch das mal an. Oh, wie schön das einfach geworden ist. Mega geil. Oh, und hier ist sogar so ein komplett richtiges, so ein Zimmer nur für die Kids. Und oh, das ist voll toll. Wie siehst denn du geschlossen aus? Oh, mega. Und hier oben auch so eine kleine Dachterrasse. Und da kann man noch malen. Und oh, ich find's toll. Guckt euch das an. Mega schön. Also da muss ich mal ganz ehrlich sagen, ich finde, das ist so ein geiles Element in diesem Spiel. Ich finde es so, so cool. Ganz ehrlich. Hammer. Hammergeil. Perfekt. Darauf habe ich gewartet. Ich hoffe, ihr hattet einen langen Atem und konntet bis hierhin durchhalten. Wie gesagt, es tut mir halt echt mega leid, aber ich wollte wirklich, dass wir das in dieser ersten Folge einfach schaffen und dass wir jetzt dann halt richtig loslegen können, dass wir jetzt auch einfach produzieren können, dass wir noch mehr Geld verdienen können als Freelancerin. Und ja, das heißt, ich beende das Let's Play jetzt an der Stelle. Habt ihr euch gedacht, mein Gott, endlich, endlich hört sie auf. Und ja, das war's dann auf jeden Fall von mir. Ihr dürft gerne in der zweiten Folge einschalten, gerne den Kanal abonnieren und wir sehen uns im nächsten Let's Play. Und ich freue mich jetzt schon. Tschüss!